sind vier Ärzte geworden und drei haben Mathematik studiert, immerhin. Eine Lehrerin und zwei Jungen Mathematik. Die waren aber gerade nicht da. Aber die Lehrerin war da. Naja. Und ist dann auch so ein Thema, was man sozusagen, was die Wende mit einem gemacht hat? Also ist das eigentlich so ein, ich bin ja selbst aus der alten Bundesrepublik sozusagen, aber wenn man sich so trifft mit Leuten, die man von früher kennt, kommt das eigentlich automatisch mit hoch, dass man sagt, wie ist es dir ergangen sozusagen, nachdem alles umgeworfen worden ist? Ja, die zwei Mathematiker, die waren wohl irgendwie arbeitslos geworden. Und aber den Medizinern ging es natürlich gut. Die sind sitzen geblieben. Einer ist in Berlin Buch. Und ja, die Mediziner werden immer gebraucht, ne? Die werden ja nicht arbeitslos. Und in die Richtung, dort ist ja auch nicht so die Textilindustrie um Weimar rum. Sodass, also in Chemnitz ist das ja eine Katastrophe, ne, gewesen. Das sind die ganzen Textilingenieure und alles, die sind alle arbeitslos geworden, weil die ganzen Werke zugegangen sind. Aber dort ging das eigentlich. Aber ich glaube, die waren da auch schon in Rente. Ja, müssen sie ja. 75, 70. Da war das nicht mehr so. Das Gesprächsthema. Ja, ist irgendwie. Weiß ich nicht, zu berichten, dass da einer ganz schlimm dran war. Die hatten ja auch alle gearbeitet zu DDR-Zeiten, auch die Mädchen, und hatten dadurch eine ganz gute Rente. Ne? Auch wenn sie dann arbeitslos geworden sind oder in Altersübergangsgeld oder irgend sowas. Naja, war es eigentlich nicht. Das ist ja. Die Wende ist ja nur schon wieder 20 Jahre her. Ja. Ja, das muss man auch Die haben sehen. noch danach gearbeitet, ne? Mächtig. Ja, da haben wir eigentlich nicht, ist mir nichts in Erinnerung an Negativen.